Hallo, liebe Stiere, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für September 2022. Schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ja, lasst uns hineinschauen in die Energien und habt bitte auch Acht auf die Angebote, die es gerade gibt. Aufgrund des Kanalgeburtstages habe ich alle persönlichen Angebote, das heißt Kartenlegungen wie auch Gesprächsangebote, um 50% rabattiert. Das gilt noch bis zum 9.9. oder mindestens, mal schauen, vielleicht verlängere ich es auch, aber mindestens bis zum 9.9. Das ist alles in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch ja die Details einfach mal zu Gemüte führen in Ruhe. Auch gern über das kleine Erklärvideo bemerkenswert. Ich werde das auch verlinken. Und ja, nehmt natürlich auch gern noch das Video zum Kanalgeburtstag, das Glückswunsch-Orakel in Anspruch. Schaut euch das an, was es da für ja, eine Legung zum Thema Glück, glückliche Entwicklung in der momentanen Situation gibt. Ja, ansonsten, ja, natürlich auch ein kleiner Hinweis mal auf die Tageslicht- und Wochenlichtbotschaften. Falls ihr natürlich noch kleinteiligere Begleitungen haben wollt, nehmt das einfach auch sehr gerne in Anspruch. Ja. Bis jetzt gibt es das jeden Morgen, jede Woche. Tageslichter, Wochenlichter. Dazu auch noch ein großes Lenormandblatt. Ja, falls euch diese Legeform auch sehr gefällt und ihr mehr damit anfangen könnt, ja, schaut da gern hinein. Und wir schauen jetzt hier erst einmal in die übergeordneten Energien, die alle so ein bisschen mit Selbstentfaltung und Wegweisung, Wegführung zu tun haben. Hier haben wir das Orakel Guiding Light und da haben wir das Stichwort Share your gifts. Teile deine Geschenke, deine Gaben, ja, deine Talente, Fähigkeiten, mit denen du beschenkt bist. Ja, get ready to see movement. When you choose to share your gifts. Ja, sei bereit zu sehen, die Bewegung, die Entwicklung, dass etwas vorwärts geht sozusagen, dass sich etwas entwickelt und bewegt, wenn du die Möglichkeit wählst, den Weg, deine Gaben, deine Geschenke, die dir anvertraut sind, zu teilen. Ja, möglicherweise ist es so, dass du dir deiner Gaben, Talente, Fähigkeiten oder desjenigen, was dir alles anvertraut und geschenkt ist, ne, das können natürlich auch materielle Dinge tatsächlich sein oder Zeit, ja, ja, verschiedenstes, ja. Dass dir das anvertraut und geschenkt ist und du es bisher noch gar nicht so recht zum Einsatz gebracht hast, geteilt hast, vielleicht nicht für möglich gehalten hast, dass es jemanden interessiert, wie auch immer. Ja, ja, wähle den Weg, diese Gaben, diese Geschenke zu teilen. Dann, ja, wirst du auch sehen, dass sich etwas für dich bewegt. Na, vielleicht wartest du auch schon länger darauf, dass sich in deinem Leben irgendwie etwas verändert, Bewegungen einstellt, ja, etwas vorangeht im beruflichen, in der persönlichen Entwicklung, in ja, vielleicht Kontakte knüpfen zu Menschen im Umfeld, also Freundschaften aufbauen, Liebesbeziehungen aufbauen. Ja, dann sieh einfach auch, welche Schätze in dich gelegt sind, ja, was du für ein Schatz bist. Und teile es mit jemandem, ja, öffne dich da auch. Ja, teile dich mit anderen. Dann wirst du sehen, wie und was da in Bewegung kommt, ne? Wie viel und was so in Bewegung kommt und kannst du mit dem dann einfach auch weiter hantieren. Ne? Schön, hier haben wir auch noch die lila Farbe angezeigt, die ja so für das dritte Auge Chakra steht. Ja, schaust du einfach an, sieh es. Ne?
was da in Gang kommen möchte. Ja, hier haben wir das Kartendeck Entfalte dein Selbst von Susanne Hüens. Letztes Mal hatten wir ja Heile dein inneres Kind mit dabei. Na, jetzt geht es hier nach der Heilungsphase, die nicht abgeschlossen sein muss. Natürlich, ne, wir haben immer wieder so mit inneren Themen einfach auch zu tun. Aber hier kommt jetzt so ein Stichwort, ja, zur Unterstützung der Selbstentfaltung einfach auch mit. Und da haben wir Weisheit. Hilfreiche Kräfte aus deiner Ahnenlinie unterstützen dich. Vielleicht hast du jemanden in deiner wirklich auch Familie, ja, der immer sehr gesellig war zum Beispiel oder ne, richtig gut Kontakt knüpfen konnte eben mit Menschen. Ja. Ein Gespür für das hatte, was ihm anvertraut ist und ja, wie damit umgegangen werden kann, wie das ja in Fruchtbarkeit einfach auch gebracht werden kann, eben eine bestimmte Gabe, ein Talent. Ne? Vielleicht ne, hattest du auch in deiner Familie zum Beispiel jemanden, der sehr sozial eingestellt war, sehr freigebig, ja, sehr wohlwollend. Ne? Gönnerhaft, ja, hat vielleicht auch wirklich gezielt immer, was weiß ich, auch gespendet oder na, sich vielleicht auch stiftungsmäßig, sagen wir mal, sehr für bestimmte Belange eingesetzt. Ja, also es sind nur Beispiele. Ne? Schau einfach auf deine eigene Situation, was das für dich bedeutet. Ne? Schau, was dir hier für Vorbilder einfach da auch mitgegeben sind im Leben, ja, vielleicht, ne, was du da von jemanden aus deiner Ahnenreihe auch vererbt bekommen hast, ja, nutze das einfach auch, ja, geh damit um, sieh es als eine hilfreiche Kraft, greife es als eine hilfreiche Kraft auf, ja, die dich befördert auch in deinem Umfeld, im Vorankommen in bestimmten Themen, ja. Na, und das kann, wie gesagt, sehr Verschiedenes sein, ja. Schau einfach, was dich da auch sehr bewegt, ne, was du vielleicht an dir selber festgestellt hast, vielleicht für eine Gabe, ja. Ne? Ja. Vielleicht, ne, gilt es da auch noch ein bisschen wie eine Weiterbildung vielleicht zu machen, ne. Zum Beispiel, ja, die Ahnenlinie, das muss aber jetzt nicht nur die direkte Ursprungsfamilie sein, sondern natürlich einfach auch, ja, die seelisch verbundenen Ahnen, ja. Wir haben ja verschiedenste Seelenverwandtschaften, ne? Und das muss jetzt nicht nur in diesem Leben, auch gewesen sein, ne? Wenn das für dich einfach so denkbar und annehmbar ist, ne? Sondern wir stehen da mit verschiedensten Seelen einfach auch in Verbindung, die uns ganz nahe sind, ganz ähnlich sind, ne? Von denen wir ja einfach auch so eben unsere Weisheit beziehen, unser Schöpfen aus deren Vorbild, ne? Ja, schau einfach, ne, was dich unterstützt. Auch im Vorankommen, du scheinst dir in irgendetwas auch sehr vorankommen zu wollen. Ne? Ja, und da schauen wir hier noch beim Thema Liebe. Das kann auch erstmal nur für dich selber stehen oder auch für alle möglichen Bereiche. Ne? Natürlich aber eben auch für die Liebesbeziehung, für die konkrete. Neue Liebe. Eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgeweckt. Ja, na Mensch. Da geht's los. Zumindest die romantischen Gefühle sind aufgeweckt, also dass man sich wohlfühlt mit jemand anders. Ne? Eine Wellenlänge einfach auch feststellt und ja, am liebsten einfach auch wirklich regen Austausch haben möchte. Ja, sich vielleicht manchmal gar nicht oft genug sehen kann oder treffen kann oder hören kann oder wie auch immer. Ne? Aber naja.
Ne? Schaut da einfach auch, wie ihr es vertragt, wie es der andere verträgt. Ja, das kann genauso auch ne, ein neuer Arbeitsplatz sein. Vielleicht hast du hier eine tolle Stelle gefunden, wo du dir denkst, oh ja, genau das ist es. Das probiere ich auf alle Fälle aus. Da bewerbe ich mich. Ja, dann mach das. Ne? Ja, da werden, ne, vielleicht hängt es auch mit dem zusammen, was du da wirklich auch teilen kannst. Vielleicht hast du in anderen Arbeitsstellen, ne, zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal beim Beruflichen, dich gar nicht so mitteilen können, einsetzen können. Ja, und hast eben nach Wegen gesucht oder suchst ja auch noch nach Wegen, wie du ja deine Gaben, Talente, Fähigkeiten wirklich gut einbringen und anbringen kannst, ne? Für deine Art und Weise ein rechtes Fleckchen findest. Ja, na. Und siehe da, eine neue Liebe zeigt sich da, ne? Wenn du dich auf den Weg machst, ne? Das auch einbringen zu wollen, dann wird sich da auch etwas zeigen, ne? Ansonsten, ja, für gewöhnlich kommt der Ritter auf dem weißen Pferd selten zu Hause vorbei, ja. Es sei denn, du arbeitest zu Hause. Vielleicht ist das auch deine neue Liebe, ja. Das kann natürlich auch sein. Ach nee, hier aber noch nicht. So, und dann schauen wir jetzt hinein mit Tarot und Lenormand. Ja. Lalalala. Okay. Die nehmen wir so, wie sie sind. Also, ich glaube, aber Moment, dann müssen wir sie zumindest rumdrehen. Ja, und holen uns auch noch aus dem Lenormand Impulse dazu. Die lunzt hier so vor. Dann nehmen wir die doch. Ja. Genau. Unterseite schauen wir dann auch noch an. Ja, genau. Und dann, ach so, es gibt auch hier eine Fortsetzungslegung. Das wird eine reine Liebeslegung sein, ja. Ich werde im September die Liebeslegungen nicht schaffen, also die Liebeslegungen für September nicht schaffen, aufgrund, ja, einfach vieler Anforderungen. Und möchte aber die Liebeslegungen für den Herbst auch reingeben, ne, und das ermöglichen. Deswegen dieses Mal die Liebeslegungen als Fortsetzungslegungen. Ja, da schaut einfach noch ganz konkret und da scheint ja irgendwie auch sehr spannend zu werden hier. Schaut gern, nehmt es in Anspruch, ja. Und da zeigt sich auch schon hier der König der Münzen. Aber das kann natürlich sehr für euch selbst stehen, ne? König der Münzen, ja, ist einer, der ja sehr selbstbewusst ist. Vielleicht geht es hier tatsächlich um Selbstständigkeit. Ja, König der Münzen, das ist einer, der wirklich seine Gaben, Talente, Fähigkeiten kennt, mit ihnen bewusst hantiert, damit nach außen geht. Ja, der sie teilt, auch eben in wohltätiger Weise, in wohlwollender Weise, aber natürlich auch so, ne, dass es ihm wohl tut. Ja. Also, geben und nehmen, ne? Ja, na, der ist ja einfach da auch sehr selbstbewusst, ne? Hat aber, ne, einfach auch Interesse am Miteinander, an Stabilität, Beständigkeit, weitreichender Beständigkeit, dass hier Beziehungen einfach auch wirklich gut laufen und ja, an Glücklichkeit. Hat er Interesse, auch ein Lebensgenuss, ne? So ein bisschen. Ist ja vielleicht eben, bist du selber wirklich wundervoll in dieser Energie? Also jetzt gerade, ne? Das kann auch schon angefangen haben im August oder sich eben noch ein bisschen hinziehen, dann auch. Ja, na, das ist doch toll. Ja, und da kommst du auch wirklich. Also wirklich in dein ganzes Potenzial. Ne? König ist der Abschluss eines Elementezyklus. Ne? Ja, hast du es geschafft irgendwie. Ne? Also
Bist hier wunderbar in deinen Selbstwert gekommen. Geht's dir gerade einfach auch super. Alles läuft. Ja, genial. Oder es kommt wunderbar ins Laufen. Natürlich, der König der Münzen kann auch eben hier für einen Arbeitgeber stehen, dass du es mit einem Arbeitgeber zu tun hast, dass da nochmal Besonderes interessant wird. Wir schauen auch gleich mal mit hier hin. Aha, da haben wir die Mäuse und die Eulen. Na, das kann natürlich auch sein, dass ja, du selber einfach auch schon viel zu tun hast, ne, für deine Stabilität, Sicherheit, so ein bisschen Stress einfach auch aufkommt. Aber die Eulen stehen nicht nur für Stress und Unruhe, Gereiztheit, sondern natürlich einfach auch für Weisheit. Also, ne, gerade da, wo die Eulen besonders abgebildet sind, nicht die Vögel so grundsätzlich, da geht es immer auch um Weisheit, ne? Und da, wo der Schwanz der Maus hin zeigt, da entsteht Wachstum, ne? Da, wo die Nase der Maus hin zeigt, ja, das geht in den Verlust, das wird weggenagt. Ja, schön, dass es so rumliegt, ne? Ja. Ja, Mensch, arbeitest du vielleicht wirklich in einer weisen Art daran, ne, in Stabilität zu kommen oder zu bleiben, deine vielleicht eben auch Selbstständigkeit zu entwickeln oder, ne, auszubauen, ja, dein Umfeld einfach auch zu stabilisieren, da in Kontakte zu treten. Ja, wird deine Weisheit auch sehr, oder ne, deine Gabe, dein Talent auch sehr geschätzt. Ja, vielleicht ist es tatsächlich Weisheit. Ne, vielleicht arbeitest du da auch weiß nicht, im finanziellen Bereich oder in Weisheit, im Bildungsbereich, im gesundheitlichen Bereich, ja, im Beratungsbereich, das kann auch sein, ja. Ja, und also weisheitliche Beratung dann sozusagen. Ja, hast da vielleicht auch viel zu tun, ne? Aber ja, macht dir das wahrscheinlich auch Spaß, ne? Genießt du das einfach auch, ne? Kommst da so richtig in Entfaltung. Ja, klasse. Das ist echt klasse. Das kann natürlich auch noch, wie gesagt, für einen Arbeitgeber stehen, der hier Stress macht, der in den Verlust geht, aber wahrscheinlich und ja, dadurch vielleicht ein bisschen Stress auch entsteht. Ne? Gilt es hier weisheitlich zu agieren, ja. Na, die Münzen sind etwas Konkretes. Das ist jetzt nicht nur Planung oder Idee oder sonst irgendwas, ne, weisheitlich vorzugehen. Ja. Ja, lass dich da nicht in Unruhe bringen. Ne? Schau einfach, ne? Sei umsichtig. Ne? So eine Eule, die kann, wie gesagt, 360 Grad Blick vornehmen. Ja. Ja. Schau nach neuen Arbeitgeber dann eventuell. Aber das ne, König der Münzen steht natürlich einfach auch so für Partner. Ne? Egal ob Mann oder Frau, es geht um diese Energiequalität, geht es hier um Ehe, Partnerschaft, Beziehungspartnerschaft. Ne? Na, da kannst du gleich starten hier. Ja, vielleicht seid ihr auch schon mittendrin, ne? Kommt hier ja sozusagen die Geduld, die du bisher aufgebracht hast, mit der du an dir selber gearbeitet hast, ne? Auch in Auszahlung, ja? Ne? Also das, was jetzt hier liegt, sozusagen, das geht in den Verlust, was zurückliegt. Hier kommt Verliebtheit eher hinein, ja? Das ist der Preis sozusagen, der hier ausgezahlt wird, ne? Der Gewinn. Ja. Aber natürlich für den einen oder anderen kann es einfach auch sein, ne, dass hier
vielleicht sogar eben ein Partner in den Verlust geht, ne? Dass das angezeigt ist und das schon auch erstmal Stress bereitet, das kann auch sein, ne? Ja, aber wir haben ja hier eine wundervolle Verheißung. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ja, mit den fünfter Stäben. Fünfter Stäbe, ne? Innere wie äußere Konflikte, bisschen kreatives Chaos, konstruktive Auseinandersetzungen sind es aber auf alle Fälle. Ne? Das kann sein, dass ja, wie gesagt, dann hier, wenn du den Arbeitgeber zum Beispiel wechselst, ja, dann schon auch natürlich erstmal noch ein bisschen Stress aufkommt. Ne? Also das ist für gewöhnlich oftmals so, ne? Gerade Bewerbungen schreiben, ne? Nachschauen, wo sind Potenziale, die ich in Anspruch nehmen möchte, welche Potenziale möchte ich von mir selber auch anbieten. Ja, ja. Mach dir nicht zu viel Kopf, ne? Also du hast hier Energie. Ne? Schau einfach, wie du sie einteilst, ne? Wie du sie anbietest, wie du sie einsetzt, ja. Ja. Aber es ist eben die halbe Energie sozusagen. Ne? Das sind die fünf der Stäbe. Ja, vielleicht hast du hier auch Urlaub, ne? Das kann auch sein, ne? Dass du Energie runterfährst, runterfahren darfst. Ne? Ja, schauen wir gleich mal noch weiter. Die Ruten und der Bär. Ja. Bereinigst du? Das kann auch sein, dass du zu Hause sehr viel zu tun hast, bereinigst, ne? In anderen Hinsichten etwas bereinigst, also Energiereinigung betreibst einfach, ja, gerade wenn ein, sagen wir mal, ein Arbeitgeber auch in den Verlust gegangen ist oder auch eben ein Partner, ne, ein fester Partner, ne. Vielleicht gibt es eben hier sehr starke innere Konflikte nochmal. Ja, geht es darum, wirklich dann Energie zu reinigen, ja, dir selber wohl zu tun, eben wirklich Energie auch runterzufahren, an deiner Kraft und Stärke zu arbeiten. Ja, vielleicht gibt es auch noch mal Streitigkeiten mit ja, einem Seelenpartner, einem Vorgesetzten. Na, klärst du Streitigkeiten mit einem Berater? Na? Ja, schaust du dir vielleicht auch, ne, gerade wenn es innere Konflikte sind, auch nochmal Vaterthemen an, die darfst du, solltest du dir vielleicht auch anschauen. Ne? Ja. Falls das aber eben deine, die neue Liebe ist hier, ne? Schon hier Verliebtheit einkehrt, ne, dann kommt natürlich erstmal einiges auch durcheinander, ne? Muss geschaut werden, wie ordnet sich alles an. Bei den fünf der Stäben geht es ja in den klassischen Darstellungen immer darum, ne, das Pentagramm anzuordnen. Die Jünglinge versuchen da eben ja, mit Mühe das Pentagramm anzuordnen. Also die Energie, die Lebensenergie, die Lebenskraft einfach wieder zu ordnen, in Balance zu bringen, ne, dass alles wieder am rechten Fleck ist, jeder da so mit seiner Energie den rechten Fleck gefunden hat. Ne. Ja, vielleicht geht es dir hier auch gesundheitlich tatsächlich nicht so wunderbar. Ne. Darfst du hier ja an deiner Stärkung dann natürlich auch arbeiten und vielleicht auch schauen, ne, was solltest du wirklich an Energie ausreinigen, ne? Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Vielleicht hast du auch ein kleine Rituale, ne? Auch Räucherrituale zum Beispiel, oder dass du wirklich auch hinausgehst in die Natur, ne? Wieder in deine Kraft kommst, ne? In deine Energie,
Ja, darfst du Altes, auch der, damit steht der Bär in Verbindung, darfst du Altes ausreinigen, vielleicht auch ja, alte Seelenpartner, ne? Darfst in deine eigene Stärke kommen, an deiner eigenen Kraft und Stärke arbeiten, ne? Bereinigen und dann wieder in eigene Kraft und Stärke finden. Ja, findet sich vielleicht einfach wirklich auch ein neuer Seelenpartner, ein neuer Arbeitgeber, neue Kraft und Stärke, Gesundheit, ne? Mut, Weisheit. Ne? Auch hier beim Bären haben wir die Weisheit mit dabei, ne? Indem du wirklich halt Altes bereinigst. Ne? Ja. Ja, da schaut ja auch an, ne, was dir immer wieder innere Konflikte bereitet, Mensch, du bist. Also wenn das deine eigene Energie ist, ne, dann bist du wirklich sehr in deiner eigenen Energie und brauchst sie dir auch von niemandem irgendwie angreifen zu lassen. Ja. Natürlich, ne, wir haben immer wieder auch Seelen, verschiedenste Seelenpartner in verschiedensten Bereichen. Ne, die wollen uns natürlich auch etwas lehren, uns voranbringen. Ne, dazu sind sie uns auf den Weg geschickt oder ne, dazu haben wir mit ihnen eine Seelenpartnerschaft abgesprochen. Ne. Ja. Ja, aber genauso gibt es auch die Seelenpartner, die uns unterstützen, ne? Auch solche Lernaufgaben wirklich gut zu bewältigen, ne? Voranzukommen. Ja, bist du vielleicht selber auch eine alte Seele, ne? Schau einfach, ne? Was da wirklich auch an Weisheit von Alters her in dich gelegt ist, ne? Auch an Vorbildern, ne? Wie gesagt, von deinem Vater her vielleicht oder Großvater, ne, von der, vielleicht von der männlichen Ahnenlinie. Ne. Vielleicht gibt es hier aber auch nochmal Streitigkeiten mit Ex-Partner, das könnte auch sein. Ja. Eben mit dem Ex-Partner dann. Aber das könnte auch der Ex-Arbeitspartner sein, sozusagen. Aber genauso auch, ja, beraterische Unterstützung. Ja, schauen wir mal. Es ist auf alle Fälle konstruktiv. Das ist konstruktiv, ne? Das bringt etwas voran, ne? Das sind nicht die fünf der Schwerter, die völlig reinknallen und verletzen, ne? Das ist hier konstruktive Entwicklung, ne? Schau einfach, wie du deine, wirklich deine Schätze, ne? Egal ob in welchem Bereich, wie du die teilen kannst. Und da haben wir dann noch die vier der Kelche. Da geht es ja um emotionale Stabilität, ne? Zu sehen, zu erkennen, welche neue Chance, welche Möglichkeit gereicht wird, ne? Zur Heilung, ne? Zur Selbstliebe. Ne? Ne? Vielleicht hast du auch in neuer Art und Weise Liebe zu dir selbst zu finden und wirst sie finden, ja, kommst du auf neuen Weg. Ja, aber ne, vielleicht ist es tatsächlich auch ein Liebesangebot, was dir von außen her zukommt. Du siehst es noch gar nicht, ja. Das kann wirklich ein entweder auch ein Versöhnungsangebot sein oder ne, von einem schon vorhandenen Partner oder jemanden, der sehr lieb und wert ist, ne? Das kann ja eine neue Arbeitsstelle sein, ja. Ja. Die drei Kelche sind geleert, ne? Das, was gewesen ist, das ist gewesen, ja. Das war gut oder vielleicht auch nicht so gut. Er sitzt etwas eben immer mit Bedauern da. Die Figur hier auf den vier der Kelchen, ne, ist enttäuscht, traurig, missmutig, ne, wie es denn jetzt weitergeht, ob es denn überhaupt weitergeht, egal ob in der Liebe, im Beruf, ne, in der Selbstentwicklung, in einer Heilung, ne, also körperlichen Heilung, gesundheitlichen Heilung auch. Ja, dreh dich rum. Ne. Dir wird, er lehnt hier am Baum. Ne. Also, er hat die Stärkung im Rücken, ne?
Und der Baum ist auch mit Ahnen verbunden, ne? Mit der Ahnenlinie. Ne? Die Stärke steht dir im Rücken. Schau einfach auch hin, was dir da an Unterstützung, auch an Trost und Heilung zukommen kann. Ne? Natürlich kann es dann auch heißen, ja, da liebt dich jemand schon oder hat ein Auge auf dich geworfen. Ja, wartet darauf, von dir gesehen und entdeckt zu werden. Ne? Vielleicht ist es jemand wirklich sehr Unscheinbares, ne? Wo du gar nicht für möglich gehalten hast, dass da Beziehung entsteht oder ja, den du überhaupt noch gar nicht kennengelernt hast. Ne? Ja, da bist du hier vielleicht auch noch ein Stück weit mit Blick auf die Vergangenheit beschäftigt. Ne? Aber wartet schon längst Neues auf dich. Ne? Ja, häng da nicht am Alten fest. Ne? Sonst versagst du dir einfach auch eine Chance, egal in welchem Bereich. Ne? Schauen wir noch. Der Turm und das Schiff. Ja, da möchte eine Lebensreise vorangehen. Darfst du aus dem Rückzug herauskommen? Ja, aus bewusstem Rückzug, vielleicht aber eben auch aus krankheitlichen Rückzug, das kann auch sein. Ne, wie gesagt, geht es ja langsam auch wirklich aufwärts voran. Ne? Ja, vielleicht auch tatsächlich mit einer Selbstständigkeit, ne, geht es voran, langsam, aber sicher. Mit Selbstbewusstsein, ja. Das, der Turm, der steht vor allem auch so körperlich gesehen für unser Rückgrat, ne? Also Rückgrat einfach auch wieder zu gewinnen, ne? Vielleicht sind es tatsächlich auch gesundheitliche Dinge, ne? Dass hier dein Rückgrat da wieder auch ins Gleichgewicht findet, ne? Also dass du, ne, vielleicht eben Rückenprobleme hinter dir lassen darfst. Ja, der Rücken gestärkt wird. Hier haben wir es wieder. Ne? Ja, gerade wenn du auch eine bestimmte Sehnsucht hast nach, ne, nach einem bestimmten Gegenüber oder überhaupt nach Entwicklung in der Liebe, ne? Ja, dann komm einfach auch raus aus dem Rückzug. Ja? Lass dich hier einfach auch herauslocken. Ne? Geh vielleicht einfach auch wieder nach draußen. Geh einfach mal wieder unter Menschen. Auch feiern, ja. Ne? Such dir neue Geselligkeit, neue Freunde. Ne? Die drei der Kelche, ne, die steht für Dankbarkeit, aber eben auch für Lebensfreude, Leichtigkeit, Geselligkeit, Freundschaften. Ja. Freundliche, wohlgesonnene, liebevolle Verbindungen. Ja. Ja, die sind das in der Art und Weise, wie sie waren, nicht mehr vorhanden. Das ist hinter dir. Ne? Ja, natürlich. Es braucht alles einfach auch so ein Stück weit Bewältigung, ne? Traurigkeit. Ja. Darf schon auch bewältigt werden, ne? Aber ja, sieh einfach auch die Möglichkeit, ne? Die dir hier zur Bewältigung auch mit angeboten wird, ne? Ja, etwas Wohltuendes auf alle Fälle, ne? Etwas Wohltuendes. Ja. Lockt dich heraus, langsam aber sicher aus dem Rückzug, ja. Ja, mir war gerade noch etwas im Sinn. Ja, aber tut dir selber vor allen Dingen auch etwas Gutes. Ne? Vielleicht hast du
hier jetzt auch lange Zeit zu wenig auf dich selbst geachtet. Ach so, natürlich, die drei Kelche, ne, berühmterweise stehen die ja auch. Das wird immer sehr gern gehört oder befürchtet auch, ja, für Dreierkonstellationen, ne? Ja, vielleicht ärgerst du dich hier auch selber noch so ein bisschen oder bedauerst es, ne, dass in eine einstmalige Beziehung auf Augenhöhe ne, einfach eine Störung hineingekommen ist, ne, die zerbrochen ist und dadurch alles vergossen und verflossen ist. Und diese Beziehung auf Augenhöhe, das braucht nicht nur eine Beziehung in der Liebe sein, aber da natürlich auch, ne? Vielleicht hat da irgendetwas hineingefunkt, ne? Das kann eine andere Person sein, die dann plötzlich liebesmäßig ja, interessant wurde. Es kann aber vielleicht auch Arbeit gewesen sein oder ja, auch Egoismus. Irgendwie, ne? Ein Hobby. Umstände, irgendwelche anderen Umstände, ne? Vielleicht auch Krankheit, ja, wenig Zeit, was auch immer, ne? Ne? Das kann eine Beziehung sein, das kann auch vielleicht ein Arbeitsverhältnis sein, eben, ne? Dass hier irgendwas reingefunkt hat. Aber, ne? Da gibt es schon. Lauert ein neues Angebot, ein liebevolles, ja, wohltuendes. Ja, ein wohltuendes wirklich. Ne? Romantische Gefühle sind erstmal auch wohltuende Gefühle. Ne? Ja, was haben wir hier? König der Stäbe. Ja, na, geh voran. Ne? Ja, das ist doch toll. Wieder Königsenergie. Ne? Aber. Die hat eben mehr mit Bewegung zu tun. Ne? Hier geht es weniger. Vielleicht warst du auch zu festgefahren, ne? Und kommst jetzt wirklich hier so auch in Aktion, in Schwung. Da geht es hin. Ne? König der Stäbe, das ist einer, der ergreift sein Potenzial, hat sein Potenzial ergriffen, hat es erkannt, ergriffen, agiert bewusst damit, setzt es ein. Eben auch mit weitreichender Wirkung. Ne? Das kann verschiedenstes sein, wie gesagt. Ne? Schau einfach, ne? Was für dich da dran ist. Ne? Vielleicht ist es tatsächlich auch, ne, eine Weiterbildung oder gar eben auch eine Selbstständigkeit. Ja, es blickt weit über den Tellerrand hinaus, hat Interesse an verschiedensten Lebensbereichen, immer wieder auch Neugier. Ja, Wissen anzureichern, Neues kennenzulernen, ne? Auszuprobieren, dabei zu sein, ne? Ja, seine Leidenschaft einfach auch wirklich einzubringen, zu integrieren. Ist manchmal auch ein bisschen egoistische Energie natürlich. Ja. Aber no, vielleicht ist die dran. Vielleicht ist jetzt mal dran, mehr auf sich selber auch zu achten. No, hier Selbstliebe, Thema Selbstliebe. Auf sich selbst zu achten, das eigene Potenzial zu entfalten. No, dem nachzugehen. Aber König der Stäbe ist schon auch, no, wohlwollend. No, hat Interesse am anderen. Ne? Ja, ne? Und in der neuen Liebe. Schau an. Ja, beim König der Stäbe, ne, da darf schon auch ein bisschen aufgepasst werden, vielleicht, ne? Weil das ist einer, für den Leidenschaft schon auch sehr wichtig ist, ne? Also auch Sexualität. Wenn dir das auch liegt, wichtig ist, ne? Ja, ne? Hast du da natürlich. Triffst du jemanden an, ne, der mit dem sich das wunderbar dann auch teilen lässt, ne, erleben lässt, aber eben nicht nur Leidenschaft im Sinne von Sexualität, sondern wirklich auch Kreativität, ne, und
Begeisterung fürs Leben, fürs Miteinander unternehmen. Ne? Der muss jetzt ja nicht irgendwie ein Häuschen bauen, sondern der ist lieber miteinander unterwegs, erlebt etwas miteinander und baut so innerlich einfach das gemeinsame Potenzial auch stark. Ne? Ja. Aber es scheint ja wohlzutun, ne? Es löst romantische Gefühle aus, ne? Wohlwollende, wohltuende. Ja, da lohnt sich natürlich auch hinzuschauen. Ja, das kann vielleicht auch schneller gehen als gedacht, sehr plötzlich, ne? Ja, kommst du da in Ernte? Na, nachdem. Also, ne, die Sense zeigt einfach auch die Ernte an. Ne? Und sie schlägt hier aus dem Bild raus. Ich finde das wundervoll. Die Mäuse gehen, da geht der Verlust da raus und hier kommt die Ernte sozusagen rein. Erntest du, ja, erntest du vielleicht auch Selbstbewusstsein, ne? Ja, Mut, Stärke einfach auch tatsächlich. Ne? Und Entschlossenheit. Ne? Ja, erntest, ne, hier, eine neue Liebe, ja. Hast lange genug Geduld gehabt, ne? Es braucht Zeit und Geduld und Wissen und Hingabe einfach auch, so ein Feld zu bestellen und also bis das Getreide reif ist und geerntet werden kann, ne? Das zahlt sich einfach dann aus, sozusagen, die Geduld, ne? Kommt ja ein neuer Mensch für dich, kommt ein neuer Arbeitgeber, kommt neue Kraft, neue Energie, vielleicht auch, ne, ein neues Potenzial eben hier noch wird erkannt, entwickelt. Ne. Ja, genial, schön. Interessante Legung. Da bin ich dann auch noch gespannt auf die Liebeslegung, was sich da noch zeigt. Seid sehr herzlich eingeladen dahin. Ja, wie gesagt, über den Link in der Infobox. Und falls wir uns da nicht gleich hören und sehen, wünsche ich euch natürlich so alles Gute, alles Liebe und bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.